Zweieinhalb Millionen Frauen arbeiten nur im Minijob, weil Kita-Plätze fehlen. Altersarmut droht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie haben es ja schon in der Einblendung gesehen. Ähm es gibt einfach zu wenig Kita-Plätze im Westen. Im Osten haben wir da ein bisschen mehr Glück. 2,5 Millionen Frauen arbeiten nur im Minijob. Meine Damen und Herren, und das hat zur Folge, das kann man sich an den Händen ab, äh, praktisch absehen, und ähm, dass diese Frauen, die praktisch für ihre Kinderart, für die Erziehung ihrer Kinder keinen Job haben, annehmen können oder wegen der Erziehung ihrer Kinder keinen Job annehmen können, weil es keine Kita-Arbeitsplätze gibt, was dann mit den Renten dieser Frauen los ist. Und das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, dass das dann wirklich große Lücken im Versicherungsverlauf gibt und diese Frauen wirklich die A-Karte gezogen haben. Mehr als vier Millionen Frauen sind in Deutschland geringfügig beschäftigt. Ähm da sind welche dabei, die dann auch eine hauptberufliche Beschäftigung haben und nebenberuflich im Minijob sind. Die meisten aber von denen, zweieinhalb Millionen, also die überwiegende Zahl, sind 58 Prozent, ausschließlich nur im Minijob und zwar ohne weiteres Einkommen. Und äh, geografisch ist das auch klar, die ganze Geschichte. In Westdeutschland sind achtmal mehr Frauen von dieser Art der Tätigkeit betroffen als im Osten. Und es fehlt wirklich an Kitas und diese, oder Kinderbetreuungsplätzen. Und das ist die Hauptursache dessen, warum es so viele Frauen gibt, die in Ost und in West, vor allen Dingen in Westdeutschland, in Minijobs arbeiten und mit, mit lächerlichen Einkommen da sozusagen versuchen, über die Runden zu kommen. Und äh, die, die großartige Aufgabe übernehmen, Kindererziehung zu machen. Meine Damen und Herren, und die Kindererziehung hört nicht ab dem dritten Lebensjahr auf, bis wohin man vielleicht noch einen kleinen einen Ausgleich bekommt über die Kindererziehungszeiten. Pro Jahr ein Entgeltpunkt ungefähr. Ähm, das hört dann mit dem dritten Lebensjahr des Kindes auf, meine Damen und Herren. Äh, dann kriegt man zwar noch Kinderberücksichtigungszeiten, aber so viele Entgeltpunkte gibt es dafür nicht. Und wer dann? bis zum zehnten Lebensjahr immer noch keinen Job gefunden hat, weil es keine Betreuungsplätze gibt. Und das ist im Westen sehr, sehr häufig der Fall. Der hat wirklich ein Riesenproblem. Der kann diese Lücken später in der Rente nicht mehr aufholen. Und gerade diese Frauen sind wirklich von Altersarmut betroffen. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenskandal, gerade am Tag der Arbeit. Heute ist ja der 1.5.2024. Ist das wirklich ein Unding, dass wir in Deutschland uns es leisten können, Frauen und Männer wegen der Kindererziehung zu Hause bleiben müssen und nicht an keiner Erwerbstätigkeit nachgehen können, die dazu führt, dass sie dann später einmal eine auskömmliche Rente haben. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenskandal, das ist eine Frechheit und ich weiß auch aus einigen Umfragen, dass Frauen das eigentlich gar nicht wollen. Die wollen wirklich sich einbringen, die wollen beruflich Erfolg haben, die wollen tätig sein, die wollen nicht nur Kindererziehung machen. Na klar ist das auch wichtig, dass man gesunde, gut geratene Kinder hat, die auch dann ein oder die dann ähm, auch äh, gute Leistungen in den Schulen bringen und so weiter, also, sondern auch die Menschen, die das dann machen, also die, die Eltern, die die Kinder betreuen, die wollen doch auch letzten Endes ähm, vernünftige Jobs haben, dass sie dann auch sich und den Kindern ein bisschen was leisten können. Und es ist ganz eigenartig, ja. bei uns in Deutschland geht es wirklich immer nur um... Entweder habe ich eine hohe Rente oder ich habe eine niedrige Rente. Dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Ja? Und Schuld an der ganzen Misere, das kann ich Ihnen wirklich nur sagen, ist diese Regierung, diese Ampelregierung, diese Bundesbildungsministerin, die es auch wirklich mit ursächlich daran schuld, dass es eine solche Misere gibt in Deutschland, dass es so etwas überhaupt geben kann, dass äh, Frauen in Armut geraten, weil sie Kinder erziehen. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da kriege ich so einen Hals, ja, äh, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass sowas möglich ist, dass wir hier in Deutschland nicht Richtig vorangehen und sagen: Mensch, wir müssen hier Milliarden in die Hand nehmen, Kitaplätze machen, wir müssen Hortplätze machen, wir müssen Geld für die äh, Kinderausbildung äh, äh, organisieren. Das ist doch das, von dem wir leben, von unseren Köpfen. ja Wir haben kein Erdöl in der Erde, wir haben kein Gas, äh, wir haben keine großartigen äh, äh, Vorkommen in der Erde, die wir ausbeuten können. Nein, unser, unser, Haupt, unser Hauptprodukt, was wir anbieten können am Weltmarkt, ist unser grandioses Wissen. und das wird einfach im Grunde genommen äh, durch diese schlampige Regierungsarbeit an diesem Punkt wirklich ähm, ja, äh, weggeworfen, dieses große Potenzial. Vor allen Dingen dann auch unter dem Duktus äh, der Altersdemografie, dass wir viele Arbeitskräfte brauchen, dass Arbeitgeber händeringend Leute suchen, aber Frauen nicht in Arbeit gehen können. Weil es keine kita gibt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Deutschland gibt es keine Kita-Plätze. Ja? Oder nicht ausreichend kita dass Frauen hier wirklich äh, eine deutlich höhere Erwerbsquote haben. Da hätten wir vielleicht nicht so viele Probleme, äh, die ja auf uns zulaufen mit der Rentenversicherung. Also, meine Damen und Herren, äh, wenn Sie auch derselben Meinung sind, dass das hier äh, ein Riesenskandal ist, eine Riesenschweinerei ist, dann den Arm hoch und Daumen hoch und äh, liken Sie uns einfach mal. Und äh, ja, ja, ähm, sagen anderen Leuten auch, dass es Rentenbescheid24.de gibt. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine super Rentenstarke Woche, einen wunderbaren Tag der Arbeit als Feiertag. Ja, ist ein ganz wichtiger Tag in Deutschland, ähm, wird auch weltweit äh, gefeiert. Finde ich auch ganz wichtig, dass wir diesen Tag äh, einfach haben für uns als Menschen und dass wir vielleicht mal rausgehen auf die Straße. Vielleicht gibt es eine kleine Demonstration in Halle, wo ich auch wieder mit dran teilnehmen kann. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Tag, einen sonnigen Tag und genießen Sie einfach diese freien Stunden mit Ihrer Familie, mit Ihren Kindern. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rentenberater und Rechtsanwalt Peter Knöppel.